Willkommen bei diesem Beispielvideo. Wir haben es hier mit einer Bruchgleichung über der Grundmenge der reellen Zahlen zu tun. Die Variable scheint im Nenner auf. Das heißt, wir müssen jedenfalls eine Definitionsmenge bestimmen und jene Zahlen aus der Grundmenge herausnehmen, für die die Terme links und rechts des Gleichheitszeichens nicht definiert sind. Wir suchen die Nullstellen des Nenners. Der Ausdruck 3 mal x minus 8 ergibt 0, wenn 3 mal x gleich plus 8 ergibt. Das heißt, wenn die Variable den Wert 8 Drittel annimmt. 3 mal 8 Drittel minus 8 ist 0. Auf der rechten Seite 2 mal x minus 4 ergibt den Wert 0, wenn der Ausdruck 2 mal x den Wert plus 4 ergibt. Das heißt, x gleich plus 2 ist. Wir halten fest, Definitionsmenge ist die Menge aller reellen Zahlen außer die beiden Werte 8 Drittel und plus 2. Sie können nicht Lösung sein. Im nächsten Schritt multiplizieren wir mit dem sogenannten Hauptnenner, der alle Nenner wegbringt, eliminiert. In diesem Fall ist das der Term 3x minus 8 mal 2x minus 4. Beim Multiplizieren kürzt sich auf der linken Seite der Ausdruck 3x minus 8 mit dem Nenner weg und es bleibt 14 mal 2x minus 4 ist gleich. Auf der rechten Seite kürzt sich der Term 2x minus 4 mit dem Zähler weg und es bleibt 12 mal 3x minus 8 stehen. Im nächsten Schritt werden die Klammern ausmultipliziert. 14 mal 2x ergibt 28x, 14 mal 4 sind 56, 12 mal 3x sind 36x und 12 mal 8 sind 96. Um die Variable x zu isolieren, addieren wir im nächsten Schritt den Wert 56 auf beiden Seiten und erhalten 28 mal x. Minus 56 plus 56 heben sich auf, ist 36x. Minus 96 plus 56 ist minus 40. In einer nächsten Äquivalenzumformung wird der Term 36x auf beiden Seiten subtrahiert. Wir erhalten 28x minus 36x sind minus 8x, ist auf der rechten Seite kürzt sich dieser Ausdruck 36x minus 36x weg, minus 40. Eine letzte Äquivalenzumformung, wir dividieren durch die Zahl minus 8 und erhalten x gleich 5. Um die Probe zu machen, setzen wir in die erste Gleichung ein, in die ursprüngliche 14 durch. 3 mal unsere Zahl 5 ergibt 15 minus 8. Soll das gleiche ergeben wie 12 gebrochen durch 2 mal 5 eingesetzt, also 10 minus 4. Und wir haben 14 durch 15 minus 8 ist 7, 12 durch 10 minus 4 ist 6, 2 ist 2, eine wahre Aussage. Das Beispiel ist fertig gelöst.